Die Konjugation eines Verbs. Das soll das Thema des heutigen Videos sein. Und dann legen wir doch gleich mal los. Es gibt vor jedem Verb, wie ihr vielleicht wisst, dieses Personalpronomen, die angeben, wer etwas tut. Also ob ich etwas direkt tue, ob mein Gegenüber das tut, ob ich von jemandem spreche, er tut was, ob wir etwas gemeinsam tun, wir tun was. Die Höflichkeitsform im Deutschen, ihr tut was. Und was weiß ich nicht alles. Die sehen im Französischen wie folgt aus. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il und elle. Hier, in der dritten Person Singular, kann einem vielleicht auffallen, dass es hier drei Stück gibt und hier zwei. Dazu muss ich gerade noch mal was sagen. Das il steht im Allgemeinen für die männliche Person. Das L für die weibliche, also das L, nicht das L. Und das O drückt etwas Allgemeines aus. Man spricht darüber, dass zum Beispiel on parle de le match de football de lundi. Man spricht über das Fußballspiel. Nun, vous sind ganz normal wir und ihr. Und il und elle sind hier das gleiche, nur halt im Plural, wenn man über mehrere männliche Personen spricht, über mehrere weibliche. So, kommen wir zu den verschiedenen Gruppen. Wir haben im Französischen drei Gruppen von Verben. Einmal die Verben auf ER, die auf IR und dann die auf RE. Für jede dieser Verbgruppen im Präsens gibt es bestimmte Endungen, die schlicht und ergreifend einfach an den Stamm angehängt werden. Das sind hier für die Verben auf ER, E, ES, E, UNS, EZ, ENT. Für die Verben auf RE ist das S, S, die beiden Endungen hier sind gleich. In der dritten Person Singular entfällt die Endung, dann kommt ONS, EZ und ENT. Für die Verben auf IR, hier wäre es dann S, S, T, ISON, IC, IS. Izent. Und das war's dann auch schon wieder. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Au revoir.